Popstar-Designerin und bald auch noch Dschungel-Queen, Gabriela de Almeida Rinne alias Gabby war eigentlich ein Teil der Girlgroup Queensberry. Nun will sie auch im Outback durchstarten. Dabei steht die zierliche Hamburgerin vor allem mit den heimischen Kriechtieren auf Kriegsfuß. Wir haben Gabby genau durchgeleuchtet. Bekannt wurde Gabby, als sie 2008 bei Popstars mitmachte und Teil der Girlgroup Queensberry wurde. Nach dem Aus 2012 widmete sie sich anderen Aufgaben. Sie machte beispielsweise bei Reality Queens auf Safari mit und entwarf eine eigene Kinder- und Baby-Kollektion. Ihre neue Single Fighter steht bereits in den Startlöchern. Dafür gibt's von uns 3 von 5 Kakerlaken. Temperamentvoll, redefreudig und immer gut gelaunt. So kennen wir Gabby. Die hübsche Sängerin heizt ihren Mitbewohnern bestimmt mit dem ein oder anderen Liedchen ein. Ihre begeisterungsfähige und emotionale Art wird für eine spannende Zeit im Camp sorgen. Wir vergeben 3 Kakerlaken. Sexy ist die 24-Jährige auf jeden Fall. Gebräunte Haut, schokobraune Augen, Wallemähne und eine 1A-Figur. Ganz klar, Gabby gibt sich viel Mühe mit ihrem Aussehen. Ob da nicht ein Campbewohner schwach werden könnte? Offiziell ist die Sängerin noch Single. 5 Kakerlaken. Bei Popstars war Gabby anfangs gar nicht beliebt. Mit ihrer damaligen, zickigen, schnottrigen Art eckte sie oft an. Doch sie kämpfte sich durch, wurde ruhiger. In diesem Sommer überließ sie die Zickereien hauptsächlich ihren Mitkandidatinnen. Für ihre tolle Weiterentwicklung gibt es 3 Kakerlaken. Mit ihrer positiven Ausstrahlung und der offenen Natur hat Gabby schon viele Fans gewonnen. Im Dschungelcamp kann die kleine Quasselstrippe ebenso die Zuschauer auf ihre Seite ziehen. Für Gabby gibt's dafür 3 sympathische Kakerlaken. Zugegeben, eine kleine Diva steckt zweifelsohne in Gabby. Sie schminkt sich gern, liebt ihre künstlichen Fingernägel und Wimpern. Im australischen Outback wird dieses Styling durchaus schwierig umzusetzen sein. Zudem hat Gabby nach eigener Aussage Angst vor den Viechern und vor allem vor Spinnen. Für so viel Überwindungskraft geben wir ihr 3 von 5 möglichen Kakerlaken. 20 von 30 möglichen Kakerlaken, ein ganz solides Ergebnis. Ob das aber zur Dschungelkönigin reicht?